Der deutsche Mittelstand ist immer erfolgreicher im Exportgeschäft. In den prosperierenden Schwellenländern gründen immer mehr Unternehmen Niederlassungen und Produktionsstätten. Wie die Systemhäuser diese Entwicklung mit der Installation der modernen ERP-Software unterstützen, sprechen wir jetzt mit den Vertretern von zwei renommierten Systemhäusern. Die Expansion in neue Länder stellt für viele Mittelständler die Herausforderung, ihre Systeme zu harmonisieren, zu konsolidieren und vor allem die Prozesse zu standardisieren. Das ist der Hintergrund. Und die Systemhäuser oder Beratungshäuser können die Mittelständler hauptsächlich dadurch unterstützen, dass sie den Mittelständlern entsprechende Werkzeuge zur Verfügung stellen, die diese Prozesse vereinfachen und beschleunigen, da die Mittelständler aufgrund ihrer Expansionskurse nicht viel Zeit haben, sich mit diesen ganzen Prozessen zu beschäftigen. Deswegen wäre es wichtig, dass die entsprechenden Anbieter den Mittelständlern Werkzeuge zur Verfügung stellen, die ihnen die Prozesse vereinfachen. Wir als erfahrener Partner aus dem Mittelstand für den internationalen Mittelstand helfen den Unternehmen dabei, die internationale Expansion durch profunde Kenntnisse aus Referenzprojekten auch zu beweisen und zu beraten, auf was es genau ankommt, die Prozesse zu harmonisieren und zu standardisieren, welche Effekte sich auch in Bezug auf Controlling und Steuerungsmechanismen für die Internationalität auch benötigt werden. Viele Unternehmen mit Standorten im Ausland fürchten um den Zugriff auf ihre Daten durch Sicherheitsbehörden und Konkurrenten und Kriminelle. Wie sie sich davor schützen können, ist der zweite Teil unserer kleinen Frage- und Antwortrunde. Datenschutz und Datensicherheit sind natürlich ein wesentliches Argument oder Kriterium für die Entscheidung auch eines zukünftigen Partners, der Lösung und auch des Betriebsmodells. Wichtig ist hier, den Kunden auch zu beweisen, dass die Zertifizierungen und die Mechanismen eben vor solchen externen Angriffen schützen können. Dafür gibt es eben auch internationale Zertifizierungen, die sehr genau abprüfen, wie authentifiziert sich ein Benutzer, um auch nur auf seine Daten Zugriff zu bekommen, insbesondere eben auch fremde Anbieter oder fremde Zugriffe auch zu vermeiden. Eine Strategie für die Mittelständler kann sicher sein, ihre Rechenzentren outzusourcen und die Daten somit nicht bei sich selber vorzuhalten oder auch nicht in den Ländern, in denen sie Angst haben. Hierfür gibt es in Ländern wie bei uns Rechenzentren, wo die Daten mit Sicherheit extrem gut aufgehoben sind. Vor allem, wenn man das Ganze in Deutschland macht, dann kann man sich auch auf die deutschen Datenschutzrichtlinien, das deutsche Datenschutzgesetz sozusagen berufen. Und wenn man sich an diese Richtlinien hält, hat man mit Sicherheit eine richtige Strategie, eben mal an der Ecke andersrum, nicht Dinge nach Asien outzusourcen, sondern hier die Rechenzentren in Deutschland zu nutzen, um hier auf höhere Datensicherheit zurückgreifen zu können.